Dein Baby ist auf der Welt. Und als moderner Mann möchtest du in seinen ersten Lebensmonaten auch Zeit mit ihm verbringen, anstatt durchgehend zu arbeiten und Frau und Kind alleine zu Hause zu lassen. Für diesen Fall gibt es zusätzlich zur normalen Elternkarenz und der Karenzaufteilung zwischen den Elternteilen auch noch die Möglichkeit der Väterfrühkarenz, die auch Papamonat genannt wird. Leider gibt es derzeit keinen Rechtsanspruch auf einen Papamonat. Allerdings haben Bundesbedienstete und die Bediensteten einiger Bundesländer Anspruch auf eine vierwöchige unbezahlte Freistellung, solange der Mutterschutz nach der Geburt des Kindes noch andauert, also mindestens 8 Wochen. Außerdem räumt in manchen Branchen der Kollektivvertrag die Möglichkeit eines Papamonats ein. Und abgesehen davon kann in jedem Job ein unbezahlter Urlaub oder eine Freistellung mit dem Arbeitgeber vereinbart werden. Um herauszufinden, welche dieser Möglichkeiten dir offenstehen, sprich mit deinem Betriebsrat. Er informiert dich genau über gesetzliche und kollektivvertragliche Regelungen sowie dir eventuell zustehende finanzielle Unterstützungen wie etwa den Familienzeitbonus. Und wo informiert sich dein Betriebsrat, damit er dich bestmöglich unterstützen kann? Bei den aktuellen Publikationen des ÖGB-Verlags.